So, hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein ganz spontanes Video für euch. Eigentlich wollte ich mit dem Italien-Video einsteigen, also euch ein bisschen was erzählen, wie es in Italien war. Aber ich muss jetzt erst wieder ein bisschen mit der Kamera üben sozusagen. Außerdem ist es ein sehr, sehr trauriges Thema. Ich wollte euch ein bisschen was drüber berichten, aber heute ist es noch nicht so weit. Deshalb starten wir mit einem schönen Video, einem Haul. Ich weiß, dass ganz viele immer wissen wollen, was ich für den Liam kaufe, weil es als Inspiration dient. Und deshalb zeige ich es euch heute sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ganz spontan, ohne großen Aufbau hier. Instagram ist schuld. Da hatten mich nämlich auch ganz viele gefragt, ob ich es zeigen könnte. Und wir starten durch mit den Sachen, die ich bei Amazon für den Liam bestellt habe. Und zwar fängt der Liam jetzt bald an mit der Beikost und deshalb habe ich ein paar Sachen gebraucht. Unter anderem diese Löffel hier. Ich hatte nämlich keine mehr von den Jungs. Ich wollte eigentlich welche, die sich verfärben, wenn das Essen zu heiß ist. Habe ich jetzt aber leider keine gefunden. Falls ihr da einen Tipp für mich habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten habe ich noch diese Behälter hier. Die fand ich auch total süß. Die kann man dann eben auch einfrieren. Aber, also das Essen quasi darin einfrieren, so rum. Und dann habe ich noch dieses Schätzchen hier gekauft. Das fand ich irgendwie super ansprechend. Das ist dann eben auch für das Essen, das ich kochen werde, hier reinpacken werde und einfriere. Genau. Es fällt mir noch ein bisschen schwer mit der deutschen Sprache, ne? Ihr merkt schon, ich habe zu viel Italienisch gesprochen. So, dann sind es noch diese schönen Löffel hier von der Marke Marm geworden. Die fand ich sehr praktisch, weil hier eben nochmal so ein Teil dabei ist, damit ich die dann eben für unterwegs habe. Also das heißt, damit die geschützt sind, ne? Macht man diesen Deckel da drauf. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch von Avent diese Teile hier gekauft. So sehen die aus. Das ist dann eben für später, weil ja, dann wird das Essen ja auch mehr und dann brauche ich eben größere Behälter. Und da fand ich die sehr schön. Ansonsten habe ich Windeln gekauft. Ja, für alle, die sich jetzt wundern, dass ich die nicht in der Drogerie kaufe. Also ich habe es schon auf Instagram erklärt und erzählt. Wir haben hier nur einen mini, mini, mini kleinen DM und da sind die Sachen dann eben in kleiner Größe nur zu kaufen. War das jetzt gerade Deutsch? Also ja, es gibt halt keine riesigen Packungen, zum Beispiel an Pampers. Und ich habe da ein mega, mega krasses Angebot entdeckt bei Amazon. Ich habe auch ganz viel verglichen. Hier ist mein Spickzettel. Und zwar Babylove, Pampers und Premium Pampers. Da bin ich auf den Preis gekommen von Babylove jetzt zum Beispiel 11 Cent das Stück, 22 Cent das Stück von den Pampers und Premium Pampers 28 Cent das Stück. Und ich habe ein Angebot gefunden bei Amazon. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es sehen könnt. Also hier ist die Verpackung. Hier sind drei so große Packungen drin. Und da hat jetzt eine Pampers, also eine Windel, 18 Cent gekostet. Und das war wirklich das günstigste Angebot, das ich gefunden habe. Ich habe viel recherchiert und viel gegoogelt und gemacht und getan. Und das fand ich halt super. Manchmal gibt es ja so große Packungen, zum Beispiel auch bei Lidl oder bei E-Center. Da schlage ich dann natürlich auch zu. Aber wie gesagt, bei unserem DM ist es leider nicht möglich. Und ich habe zwei so Riesenpackungen gekauft. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier ist eine Packung und hier unten drunter ist nochmal eine. Und ansonsten habe ich noch eine große Packung Feuchttücher gekauft. Hier diese. Tada! So, das war auch das günstigste Angebot. Finde ich mega krass. Also hier sind 9 Packungen enthalten und an Menge 432 Stück. Ja, also eine ganze Menge. Da sind wir erstmal ausgestattet. Braucht man ja doch immer wieder, gerade für unterwegs. Also hier zu Hause schaue ich schon, dass ich Wasser nehme, aber auch nicht immer. Also da bin ich auch ehrlich. Der Liam, der ist jetzt 7 Monate alt und da geht es auch mal so. Außerdem wasche ich ihn ja morgens immer im Waschbecken. Also so eine Art, nee, eigentlich ist es keine Katzenwäsche. Ich ja, wasche ihn so von Kopf bis Fuß und da ist er schon mal richtig schön frisch und schön sauber. Und da gehen tagsüber solche Feuchttücher definitiv auch durch. Ja, ansonsten habe ich noch 3 Sachen für mich bestellt. Wir kommen jetzt gleich aber noch zu den Sachen vom Liam. Einmal das hier, weil es mir gerade in die Hand fällt. Das ist so ein Teil für mein Handy. Das habe ich eigentlich für Instagram gekauft, ich bin ehrlich. Weil ich
schon ganz oft gefragt wurde, ob ich nicht öfters mal live gehen kann. Ja, und da ist es immer so ein bisschen blöd, wenn man das Handy so hält. Ja, First World Problems nicht. Jedenfalls ist es so eine Halterung fürs Handy. Fand ich jetzt super praktisch und war auch echt günstig. Ich glaube, 10 Euro dafür bezahlt. Und ansonsten habe ich noch dieses Teilchen hier gekauft. Da steht ihr gerade tatsächlich drauf. Also, ich dachte, ja, das probiere ich mal aus. Und es war auch gar nicht so teuer und deshalb wollte ich das unbedingt mal ausprobieren. Das ist sehr praktisch, weil man dann das Licht verändern kann. Also falls ihr auch noch sowas sucht, um schöne Bilder zum Beispiel zu machen, auch von euch mit eurem Baby. Da ist nämlich eine Fernbedienung dabei und das Ringlicht ist natürlich auch ideal. Gerade schüttet es nämlich wie aus Eimern und das ist natürlich relativ dunkel. Und deshalb habe ich das jetzt mal hier aufgebaut. Genau, und dann habe ich noch ein ganz, ganz großes Spiel. Das findet ihr auch auf Amazon. Da habe ich den Liam jetzt schon ein paar Mal reingesetzt, nachdem wir aus Italien zurückgekommen sind. Das habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Und zwar ist das von Infantino. Das ist einfach so ein Spielgerät. Ich blende es euch jetzt mal ein, weil es da vorne steht. Es dreht sich in sich auch nochmal. Also er kommt an jedes Spiel dran, findet es super interessant. Sehr, sehr schön farbig, eben ideal für Kinder. Kann man mitnehmen, also kann man ganz einfach zusammenklappen. Musik kann man auch einschalten, habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Da fehlen mir noch die Batterien und dann hat er da auf jeden Fall seinen Spaß. Man kann das untere Teil dann auch noch oben drauf machen. Das heißt, die Kinder können das dann auch noch als Spieltisch verwenden, beziehungsweise mit diesen Spielen, die dabei sind, ja, sich beschäftigen, fand ich total süß. Und ansonsten habe ich jetzt noch was von Sigi Kit für den Liam. Das hole ich jetzt mal eben und zeige es euch. Beziehungsweise hier habe ich mir auch noch diese Ordner gekauft bei Amazon. 5 Stück an der Zahl. Speziell der ist auch vom Liam. Da habe ich ganz viele Sachen eben abgeheftet. Dinge, die eben ja, vom Liam sind, von der Krankenkasse und so weiter. Finde ich total schön. Habe ich bei Moritz gesehen, also bei meinem zweiten Sohn. Der hat so einen Ordner für die Schule. Und ich finde die so, so schön oben im Büro. Und deswegen sind es gleich 5 Stück geworden. Die waren im Angebot. Und ja, fand ich eben auch ganz toll. Ich verlinke euch mal alle Produkte unten in der Infobox. Also falls euch irgendwas interessiert, schaut einfach unten mal rein. Und jetzt hole ich noch ganz geschwind die Sachen von Sigi Kit. Da habe ich auch noch einen ganz tollen Rabattcode für euch bekommen. Das habe ich nicht gewusst. Das ist keine bezahlte Kooperation, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich habe die Karte aufgemacht und habe mich total gefreut über das, was sie geschrieben haben. Wartet, ich zeige es euch. Da ist es, genau, habe es euch auch auf Instagram gezeigt. Und da ist eben auch ein Rabattcode für euch enthalten. Da habe ich mich mega doll drüber gefreut und deshalb zeige ich es euch heute sehr, sehr gerne auch nochmal hier im Video. Jeder, der mir schon länger folgt, weiß, wie sehr ich Sigi Kit liebe. Ich hole das jetzt schnell und zeige es euch. So, das muss ich euch auch noch zeigen. Ich habe es euch, wie gesagt, zwar schon auf Instagram gezeigt, aber nicht jeder, der YouTube schaut, hat Instagram und ich muss euch die Sachen zeigen, weil die einfach so, so wunderschön sind. Unter anderem diese wunderschöne Erinnerungsbox hier von Traumnah. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch die Box zusammenstellen könnt. Und schaut mal bitte, wie schön die ist. Ihr wisst ja, dass ich auf solche Sachen stehe. Gerade so Sachen, in die ich dann die Erinnerungen der Kinder reinpacke, also sprich zum Beispiel der erste Schnuller oder der erste Zahn, der zum Beispiel ausgefallen ist, also solche Dinge zum Beispiel. Da war jetzt noch so ein Greifling mit dabei, das sind ja genau unsere Farben, wisst ihr ja, und ein Mobile, oh mein Gott. Ich habe es auf Instagram schon gesagt, ich wiederhole mich, aber ich habe noch nie sowas Hochwertiges, Selbstgemachtes gesehen. Diese Qualität ist einfach der absolute Wahnsinn, diese Verarbeitung, ja, also das ist echt unglaublich, schaut euch das mal bitte an. Und wir haben ja noch kein Mobile in Liams Zimmer und deshalb habe ich mich wahnsinnig doll darüber gefreut. Wie gesagt, ihr könnt euch da einiges zusammenstellen lassen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, eben auch eben ideal zur Babyparty zum Beispiel, wenn man da eingeladen ist oder zur Einschulung zum Beispiel. Und was ganz besonders schön ist, dass es eben personalisiert ist. Das heißt, hier steht jetzt Liam, da könnt ihr eben den Namen bestellen, der für euch eben passt und ich finde es wunderschön. Deshalb heute in diesem Video und ansonsten jetzt noch die Sachen von Sigi Kit. Zum einen dieses wunderschöne Mützchen hier. Hier, dieses Detail, habe ich euch auch gesagt auf Insta. Da müsst ihr jetzt drauf achten. Das erscheint nämlich jetzt immer wieder. Hier ist die kurze Hose dazu und das T-Shirt. Auch wieder hier mit diesem Boot. So sieht das aus. Und hier an der Seite ist eben auch noch dieses Detail hier.
richtig, richtig schön, sehr, sehr hochwertig. Ich weiß, die Sachen sind nicht ganz günstig, aber ihr habt wirklich lang Freude dran. Und gerade für einen besonderen Anlass zum Beispiel, finde ich sowas halt richtig, richtig schön. So sieht das Teilchen jetzt hier aus. Und ich freue mich schon drauf, wenn der Liam das trägt. Das habe ich noch bei 1000kind gekauft. So sieht das aus. Das ist ja die Eigenmarke. Zulabu nennt die sich. Und ja, das wollte ich euch jetzt auch noch zeigen. Und dann noch ein richtig, richtig süßes Spiel. Dafür ist der Liam jetzt aber noch zu klein. Das war jetzt hier so drin, so verpackt. Und ihr könnt schon sehen, das ist dieses süße Häschen hier. Total goldig. Es hat nämlich eine Windel an, die kann man dann ausziehen. Und das Häschen hat eine Karotte und eine eigene Puppe zum Spielen. Oder eigenes Baby, so rum. Und das ist hier in diesem Blatt so drin. Goldig, oder? Es ist ganz, ganz weich. Und ich freue mich schon drauf, wenn der Liam damit spielt. Finde ich richtig süß, eben auch sehr, sehr hochwertig. Und auch ein ideales Geschenk, zum Beispiel, wenn man irgendwo eingeladen ist zu einem Geburtstag, zum Beispiel zu einer Babyparty. Oder wenn man seinem Patenkind etwas schenken möchte zum Beispiel. Oder dem eigenen Kind eben, logischerweise. Ja, okay, meine Lieben. Ach, hier habe ich noch eine Speicherkarte gekauft, auch bei Amazon. Ja, hat jetzt nichts mit dem Liam zu tun, war jetzt aber auch noch hier drin. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass diesmal die Sachen wirklich in einem Karton waren bei Amazon und nicht 10.000 Pakete ankamen, wie es so oft schon war bei Amazon, was mich immer tierisch nervt. Aber das war jetzt alles hier in diesem Karton hier. So, könnt ihr dann sehen, da war alles enthalten. Also außer die großen Ordner hier, die kamen separat. Die habe ich aber auch schon vor Italien bestellt. Und ja, das war es jetzt soweit von meinem kleinen Haul. Von den Dingen, die eingetrudelt sind, die ich gekauft habe und bestellt habe. Ich hoffe, dass es eine kleine Inspiration für euch war und dass ihr auf jeden Fall im nächsten Video wieder mit dabei seid. Denkt dran, alle Infos unten in der Infobox. Ich versuche euch alles rauszusuchen. Ihr müsst einfach nur draufklicken. Da müsst ihr nicht so lange nach den Produkten suchen. Ach, und der Rabattcode, genau, den habe ich jetzt total vergessen zu erwähnen. Sorry, seht ihr, ich bin irgendwie raus, ne? Was das Filmen betrifft. Also der Rabattcode, der nennt sich Heidi10. Ja, genau. Und da könnt ihr eben bei SigiKit 10% sparen. Richtig, richtig toll finde ich das. Und für mich nicht selbstverständlich. Ich gebe sowas sehr gerne an euch weiter und freue mich eben, dass ich so einen tollen Rabattcode bekommen habe. Jawohl. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt nur das Beste. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.